Menschen mit der Diagnose Demenz werden im Alltag häufig von der Familie oder von Freunden unterstützt. Wenn der Alltag zunehmend schwieriger wird, werden oft auch professionelle Hilfen benötigt. Mitunter fehlt das Wissen um die zur Verfügung stehenden Hilfen und wie diese genutzt werden können. Für einige Leistungen wird eine Überweisung benötigt. Für einige bestehen lange Wartelisten. Manchmal ist der von Ihnen gewünschte Service regional nicht verfügbar oder aber die Serviceangebote, die verfügbar sind, passen nicht auf Ihre individuelle Situation. Es ist hilfreich, wenn Sie einer Person begegnen, die Sie durch diese verwirrende Zeit geleitet. Doch dies passiert nicht in jedem Fall. Das Active Care Projekt hat die Wege zum besseren Zugang zu gemeindenaher Versorgung bei Demenz untersucht. Information zu regionalen Angeboten soll einfach zugänglich sein. Die Angebote sollen Sie sich auch leisten können. Die Angebote sollen Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen und sie sollen von Personen angeboten werden, die Ihre Bedürfnisse verstehen. Ab dem Zeitpunkt der Diagnose eine primäre Kontaktperson zu haben, ist sehr wichtig. Diese Person muss einschätzen können, was Sie benötigen. Sie ist die erste Anlaufstelle in Krisen. Sie macht Empfehlungen, hilft Ihnen, den Zugang zu Unterstützungsleistungen zu erlangen und koordiniert Ihre Pflege. Sie begleitet Sie durch die Demenz. Wir haben diese Empfehlungen europäischen Entscheidungsgremien unterbreitet. Im nächsten Schritt gilt es zu sondieren, welche Voraussetzungen zur Umsetzung der Empfehlungen in Ihrem Land realisiert werden müssen. Wenn Sie mehr über unsere Projektergebnisse wissen möchten, besuchen Sie bitte unsere Homepage www.activecare.eu.